Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. In der letzten Folge haben wir Badra gerettet aus den Flammen und wir haben dieses Dorf hier, gesäubert. Und jetzt sollen wir die Geiseln befreien, die jetzt in einem anderen Dorf noch sind. Ich muss mal schnell gucken, wir haben eine Schrotflinte, aber naja gut. Da vorne steht ein Auto, das werden wir jetzt nehmen müssen. Oder wir nehmen das Quad, das geht schneller. Und wir haben ja den Weg anscheinend markiert. Und dann fahren wir da mal schnell hin. Scheint da mächtig weit oben zu sein. Ich habe leider auch nur eine Schrotflinte. Und ich weiß nicht, auf Reichweite ist es natürlich immer scheiße, mit so einem Ding zu spielen. Deswegen müssen wir schauen. Wenn nicht, müssen wir uns eine andere Waffe aufsammeln, wenn da jemand eine verliert. Vielleicht müssen wir jetzt auch getan vorgehen, also leise. Damit wir da keine Aufmerksamkeit erregen und die Geiseln befreien können. Aber das müssen... Alter! Alter, die Sonne hat so geblendet, ich habe das gar nicht gesehen. Die Sonne meint es auch wieder gut hier im Kühlrad. Noch 300 Meter, also man sieht schon, es ist wirklich eine riesige Welt, in der es viel zu entdecken gibt. Falsch, hier müssen wir hoch. Ich weiß nicht, was sind das für rote Punkte hier an der Seite? Ich muss mal kurz anhalten. Was sind das für rote Punkte immer? Achso, das sind so eine Pflanzen. Rotes Blatt. Wieso ist die Beuteltasche voll? Ich muss mir eine Beuteltasche erst bauen. Ich muss erstmal irgendwie zu einem Händler und mein ganzes Zeug verkaufen, was ich denn nicht brauche. Wahrscheinlich kann ich auch nichts mehr aufheben. Was ist das da oben? Was hat das zu bedeuten? Ach, da ist ein... Oh, da waren Feinde. Da ist ein... Anscheinend ein stationäres MG. So, wir steigen ab und gehen zu Fuß weiter. Was war das? Ach, da konnten wir einsteigen, okay. Dann gehen wir mal hier an der Seite lang am besten. Mit unserer Schrotflinte. Wir gehen auf die Jagd, wir gehen auf die Jagd. Okay. Das war mir klar, dass wir den Bogen nehmen müssen. Dann werden wir das mal so machen. Geräuschloser Jäger. Okay. Genau, wir haben ja die Kamera. Und damit können wir unsere Feinde markieren. Dass wir die dann nachher alle auf dem Schirm haben und keinen übersehen. Da vorne ist noch einer. Okay, bis jetzt sehe ich erstmal keinen weiter. Der kriegt jetzt als nächstes eine Ladung. Ich gehe von oben ran. Erledigt. Okay, ich muss vorsichtig sein. Da oben sind auch noch welche. Da sind noch zwei. Okay, ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht... Ich hole mir den erstmal. Erledigt. Ha, der ist hochgesprungen. Okay. Binde die Geiseln los. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um deinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal.
Schönes Ding. Geiselrettung. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht! Josh, zu spät. Ich habe gerade gesehen, hier oben ist noch ein Bienennest, das hätten wir auch angreifen können, dann hätten die Bienen wieder unsere Arbeit erledigt, aber mit dem Bogen ist es schon ganz in Ordnung. Und ich sollte wirklich mal gucken, dass ich langsam irgendwie wirklich mal meinen Beutel leere. Hier haben wir noch einen Kletterhaken. So. War hier nicht noch irgendwo ein Fahrzeug? Da unten ist unser Moped. AJ, AJ, AJ! Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Das ist halt Vogel, ey. Hey, du! Er schießt die Geißel! Yes. Na, Schwande! Na, warte. Um die kümmere ich mich jetzt mal. Da unten ist der Arsch. Bleib da! Ich werde zu dir kommen. Einfach weg. Einfach weg, sagt er. Ich will wissen, was da oben ist. Wo war das? Da hinten. Ich glaube, mit die müssen wir uns nicht anlegen. Die machen uns fertig. Da ist ein MG. Warum geht das immer noch nicht? Ach, verdammt. Kann man die öffnen? Ah, das geht wohl nicht. Okay. Wo war denn jetzt unser Moped? Das haben wir ja da oben auf dem Berg gefahren. Erstmal gucken, dass wir alles an Pfeile nochmal einsammeln. Dann nehmen wir das Quad halt. Aha, da steckt der Pfeil vorne drin. Ist das lustig. Okay, hier sind unsere Leute. Hast du mal kurz Zeit für mich? Ich müsste echt mal zu einem Händler. Müsste den ganzen Mist mal loswerden. Schön um die Ecke sliden hier, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, es funktioniert. Es funktioniert. Außenposten. Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den weiterhin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen in der Spielwelt. Befreist du einen Außenposten, ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen IP-Bonus. Jeder befreite Außenposten schaltet einen neuen Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Okay. Da werden wir uns mal um diesen Außenposten kümmern. Mit Pfeil und Bogen. Als erstes werden wir die Gegend ausspähen. Es sind eine Menge Leute da. Okay. Da war noch irgendwo einer. Den werden wir uns als erst greifen. Muss vorsichtig agieren. Die passen da wirklich auf wie Schießhunde.
Zerstöre Käfige, um gefangene Tiere zu befreien. Wo ist dein Käfig denn? Der ballert da in die Luft. Ist das ein Käfig? Da ist ein Schloss. Oh, Scheiße. Nehmen wir uns mal seine AK. Der dreht aber richtig alle Knöpfe. Sobald er mitbekommen hat, dass er das Tor auf dem See ist, rastet er sofort aus. Der dreht mal richtig durch. Mist. Okay. Das ist dann wohl unsere. Okay. Da haben wir wohl einen Außenposten befreit. Ging ja relativ schnell. Da unser Dickhäuter ja Mr. Elephant alles für uns gemacht hat. Außer. Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach. Wie heißt es? Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gale kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begannen. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Tja, Akt 1 beendet. Und damit ist die Folge auch gleich zu Ende. Koop-Modus, das wollen wir jetzt nicht sehen. Wir wollen kein Koop. Um Koop musst du online starten. Fortsetzen im Hauptmenü wählen. Okay. Ah, wollen wir jetzt aber nicht. Ja, okay, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.